Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben. Wir sind immer noch in Khabtun, haben gerade unsere Belohnungen geholt. Und quatschen jetzt mal kurz. Also wir haben das Rebellenlager ausgehoben, haben gerade die Belohnung geholt und jetzt... Zeig mir deine Ware. Gucken wir mal, hat der ein anständiges Schwert da? Assassinenschwert. Gekauft. Jetzt gucken wir mal, was können wir verkaufen. Die zwei Zweihänder, die Breitschwerter, den Orkschlechter, ganz normale Schwerter, Knüppel, und eine Nagelkeule. Dann verdienen wir sogar noch ein bisschen was dran. So. Das macht gleich mal 70 Schaden. So, schnell die Leiste neu anordnen. Okay. So. Dann, bevor wir losgehen, wir müssen ja schon noch weiter, müssen wir kurz was holen. Bevor wir losgehen, müssen wir ja natürlich noch was holen. Okay. Ich weiß nicht, wann dreht er sich um? Egal, gehen wir. Quatschen kurz mit diesem Herrn hier. Seruk? Was ist das für ein Job? Im Lager von Urkras sind ein paar goldene Pokale. Damit wollen sie neue Sklaven bezahlen. Wenn du dafür sorgst, dass sie verschwinden, bringe ich dir bei, wie du Schlösser knacken kannst. Warum soll ich für dich stehlen, wenn du das Diebesgut gar nicht haben willst? Wir Diebe sind immer auf der Suche nach Leuten, die unser Handwerk besser beherrschen als wir selbst. Kann doch sein, dass ich noch was von dir lernen kann. Ja. Erzähl mir mehr über Diebe. Wir sind überall und nirgendwo, immer auf der Suche nach einer Gelegenheit. Wir wissen meist, wo es richtig was zu holen gibt und verkaufen unser Wissen auch ganz gerne. Wie nett. Nicht wahr? Deshalb bin ich Dieb geworden. Okay, cool. Wie erkenne ich euch? Du wirst Männer meines Schlages erkennen, wenn du die richtigen Fragen stellst. Mit so einer Antwort habe ich gerechnet. Okay, im Lager von Urkras. Zeig mir deine... Wir gucken noch mal schnell, ob der noch was Anständiges für uns hat. Ein Crush Morok. Ich würde gern, aber ich kann nicht. Ist noch viel zu weit weg für uns. Okay, jetzt geht er nach hinten, das ist gut. Dann schlürfen wir mal kurz einen Schluck Wasser, bis der wieder da ist. Und heilen uns damit ein bisschen hoch. Okay, er ist wieder da. Sneak in. Goldener Pokal. Goldener Pokal, das war es halt nämlich auch gleich mit, einfach weil es da lag. Und wir schleichen wieder raus. Und bringen dem Typen, was er haben will. Ich habe die goldenen Pokale verschwinden lassen. Ich wusste, dass dir das gefallen wird. Tja, die goldenen Pokale kannst du ja bei jedem Händler für gutes Gold loswerden. Gut. Und wenn du noch einen Job suchst,
Geh mal nach Ardea. Der Turmwächter Jack hat einen dicken Batzen Gold von den Rebellen kassiert. Verstehe. Okay. Wir haben keinerlei Lernpunkte, das heißt, es bringt uns nichts, wir können eh nichts lernen. Gehen wir mal weiter. Verzeihung. Mein Heuschnupfen hat wieder zugeschlagen. Okay, gehen wir nach Ardea, aber wir laufen nicht. Wir teleporten uns. Das könnte jetzt kurz laggen. Jetzt hängt es kurz. Und jetzt sind wir in Ardea. So, jetzt stehen hier überall Rebellen und keine Orks mehr. Wir passen auf. Wir können später noch reden. Pass auf dich auf. Wir passen wir auf. Das hat uns gerade noch gefehlt. Du solltest meinen Rat annehmen. So. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Dann gehen wir mal zu Turmwächter Jack. Sind das etwa Kronstöckel? Tatsächlich, die nehmen wir mit. Ein paar Scavenger. Halunken in Rot. Die legen wir um. Zielen, zielen, zielen. Ah, ein bisschen tiefer. In den Kopf. Bleib stehen. Oh, Jacks Halunken erledigt. Na gut, haben wir schon mal eine Quest vorgegriffen. Dann kriegen wir jetzt gleich Belohnung. So. Zu schwer. Okay, natürlich. War ja klar. Kommen wir später noch mal her, wenn wir das gelernt haben. So. Blutfliegen sind böse, die vergiften einen. Und wenn man da nicht schnell genug reagiert, stirbt man. Ist mir in meinem Main-Speicher auch schon oft passiert. Hab mich einfach an einer Blutfliege krepiert. Nachdem ich eine Armee Orks vernichtet hab. Unterwegs zu großen Abenteuern? Schön. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sag ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ah, ich wusste, du würdest mir helfen, mein Jung. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. 50 Gold. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja. Ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, sie geben die Hoffnung nicht auf, dass über See irgendwann noch einmal ihre Rettung naht. Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Was soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold? Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? Sind ja nur 400. Gut. Dann gehen wir. Wir teleportieren uns wieder zurück nach Ardea, nicht nach Kaptun, weil Kaptun, obwohl. Ja, egal. Dann muss ich jetzt. Ah, Okara ist auch nicht schlecht. Da kommen wir auch schnell zur nächsten Quest, die ich heute erledigen will. Und noch ein bisschen EXP geiern, bevor wir endgültig dann weg aus der Küstenregion gehen. Vorerst. Weil die Küstenregion, die haben wir jetzt abgegrast. Ich kann es ja kurz auf der Karte zeigen.
Kap Dun und Ardea, das ist die Küstenregion. Hier ist ein Gebirge. Hier. Hier sind vereinzelte Ruinen. Und da ist Vanguard. Und Vanguard, da kommen wir erst ziemlich spät hin. Erst müssen wir Xardas finden. Und bevor wir nach Vanguard gehen, müssen wir nach Nordmar einen alten Kumpel suchen. Mit dem ich gern und gut mal in den ersten zwei Teilen viel gemacht habe. Jeder, der sich an Gothic 1 erinnert, das Söldnerlager. Also das Banditen, das neue Lager, das Banditen- und Söldnerlager, wo die Wassermagier saßen. Und in Gothic 2, der Bauernhof von Ona. Wo die Söldner auch sind. Lee und der Anführer der Söldner ist ja mit dem Schiff mit uns gekommen, aber der war jetzt am Anfang nicht bei den Kämpfen mit dabei. Der chillt gerade sein Leben in Nordmar und prügelt sich mit Orks. So. Hier vorne haben wir einen umgestutzten Karren und einen Händler. Oder einen Typen. Wir reden einfach mal mit ihm. Du kommst schon zu spät. Es ist alles weg. Was ist dein Problem? Sieh dir den Schlamassel auf der Straße an. Die Banditen haben mir alles genommen. Verflucht seien Ortega und seine Schweinebande. Was haben sie dir gestohlen? Ich war auf dem Weg nach Ardea mit 5 Kisten Lampenöl. Ortegas Banditen haben alle Kisten mitgenommen. Ohne das Öl bin ich ruiniert. Was wirst du jetzt tun? Keine Ahnung. Ich warte auf ein Wunder. Oder noch besser? Auf die nächste Ork-Patrouille, die mich in die Minen schickt. Alles klar. Dieser Ortega, was ist das für ein Typ? Ortega schert sich weder um die Orks noch um irgendjemand anderen. Er ist der Schrecken der ganzen Küstenregion. Seine Banditen morden und klauen, was das Zeug hält. Jemand sollte ihm mal gehörig den Arsch versohlen, wenn du mich fragst. Wo ist dieser Banditenboss Ortega jetzt? Das Schwein hält sich versteckt in irgendeiner Räuberhöhle hier an der Küste. Wenn ich wüsste wo, würde ich die Orks auf ihn hetzen. Verstehe. Ich besorgte dein Lampenöl zurück. Schüre nicht noch die Hoffnungen eines verzweifelten Mannes. Aber wenn du sie wirklich findest, sollte es nicht dein Schaden sein. Ja. Okay, dann... Da die Küstenregion in diese Richtung aufhört, gehen wir mal ein Stück nach Vanguard. Nicht viel, aber ein Stück. Jetzt hoffe ich, dass ich keinen Mist gebaut habe und im nächsten Overpowered Viech in die Arme rennen. War ja klar. Wir wenden uns jetzt den Weg hier runter. Da hinten stehen ein paar Ruinen, die sollen aber nicht weiter unser Problem sein. Okay, da unten ist eine Höhle. Gehen wir doch mal direkt hin. So viel bloß, dass wir keinen Wölfen in die Arme laufen, weil... Ja, war ja klar. Es war irgendwie... Ja. Wer hat sich gewundert? Bitte Hand hoch. Bisschen scheiße. Braucht man nicht. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten mit der Höhle. Entweder ist es eine Höhle voller Viecher oder eine Höhle voller Banditen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, Banditen. Satz mir nix, das war wohl nix. Nö, Kollege, wir hören nicht damit auf. Ich piek's euch jetzt einen nach dem anderen tot. Bleib stehen! Das Gift tut seine Wirkung und er stirbt. Wir nehmen natürlich wieder alles mit, wie gehabt. Wenn es nicht viel ist, aber jedes bisschen hilft. Und jetzt auf in die Höhle.
Na gut. War ja klar, dass der nicht drauf geht. Sonst noch jemand? Ach, da sitzen gleich zwei von denen. Na gut. So, und den Rest macht das Gift. Fangen wir an zu looten. Leichter Bandit, Stachelkeule, Stachelkeule. Looten wir uns mal, obwohl looten wir noch nicht. Looten wir hinterher, dann brauchen wir nicht ganz so lang. Verfehlt. Verfehlt. Krieg ich dich doch noch. Oh, Backe, ein leichter Bandit. Für dich musste ich nicht mal Mühe aufwenden. Kollege. Okay, wir warten. Verzogen. Verdammt. Na egal. Geh mal hoch. Bring's hinter uns. Okay, das sind viele. Das heißt ja Ortega. Okay, ich mach gleich eine Inventarflucht. Schnell. Schnell einen Heiltrank reinpfeifen. Damit wäre er die erste Gefahr gebannt. Komm mal her, du Nixkönner. Level up. Oh Scheiße, mein HP-Balken ist ja ziemlich schwarz geworden. Schnell zwei Heiltränke rein. Passt. So.
Jetzt können wir uns fröhlich erstmal durch die Leichen plündern und dann durch die Kisten. Beziehungsweise, lasst mich kurz auf den Timer gucken, in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.